Ja, hi und herzlich willkommen beim nächsten Video von der Spielpirat-Alia, spielpirat.de. Wir haben hier zwei Gegner, den Ultimate Gravity Destroyer Attack mit seiner Left Flat geliehen vom Meteor El Drago gegen den Cyclone Herculio mit seiner Rubber Semi Flat geliehen vom Ray Gill. Es ist der vorvorletzte Kampf in diesem Oster-Special-Turnier in der Spielwiese Gravity den Bay Stadium und ich hoffe, dass ihr maximale Unterhaltung haben werdet bei einem Kampf zwischen links und rechts. Und ich drücke euch maximale Daumen für euren Favoriten und natürlich auch beste Unterhaltung. Ich hoffe, dass ihr bis jetzt schon Spaß hattet in diesem Turnier, das ein oder andere Highlight gesehen habt. Und dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal in Runde 1. Ui, das war schön. Der Ultimate Gravity Destroyer Attack jagt auch den Cyclone Herculio in der dunkelsten Ecke dieses Stadiums und kriegt ihn noch glatt an der Haarwurst. So. Wir werden sehen, was passiert. Wer wird am meisten Spin haben? Cyclone sieht schon etwas schwächer aus, wobei natürlich der Ultimate auch nicht mehr der Fitste hier in diesem Kampf ist. Beide sind schon etwas geschwächt und es kommt zum Showdown. Oh, leicht von unten touchiert und zack hat Cyclone Herculio keine Chance gehabt. Erster Punkt für den Ultimate Gravity Destroyer Attack im Left-Modus. Und Cyclone Herculio, right. Wir starten in die zweite Runde. Oh, schöner Angriff. Ultimate Gravity Destroyer Attack schon zweimal in der Luft gewesen und wieder runtergekommen. Hat er dadurch mehr Spin verloren oder weniger verbraucht durch weniger Reibung? Wir werden es sehen. Hat der Aufprall mehr Spin gekostet? Oder hat hier Cyclone Herculio mit seiner Rubber Semi-Flat Schwierigkeiten gehabt, überhaupt vernünftig Energie zu sparen? Oh, momentan haben wir hier also einen Left-Flat-Typen, der in der Mitte still kreist und einen Rubber Semi-Typ, der ja, langsame Bahn zieht. Interessant, momentan 1-0 für den Ultimate Gravity Destroyer Attack. Haben wir einen spannenderen Kampf oder werden wir mit einem 13-0 rausgehen? Wir werden sehen, in wenigen Augenblicken, wie sich der zweite Punkt verteilen wird. Oh, ganz knapp hier der Ultimate Gravity Destroyer Attack mit seinem 2-0 nach der zweiten Runde. Und wir starten nun in die dritte. Denkt an unsere Verlosung. Kämpfe, harte Siege, der Gegner, der Gewinner wird hier auch los. Oh, der war schön. Wollte ich gar nicht sagen, das seht ihr selber. So soll es sein, Baykämpfe, die auch spannend sind. Und wie gesagt, das Lösungswort könnt ihr eintragen. Im letzten Video kriegt ihr den Link dafür. Bitte gewissenhaft ausfüllen und einfach abschicken. Und dann werde ich in einem weiteren Video bekannt geben, wer der Sieger ist. Genaueres dazu wird es sein, dass der Gegner, dass der Gewinner dann am Sonntag gezogen wird, veröffentlicht wird. Und was wir hier haben, ist wieder ein knapper Sieg, aber dennoch ein Sieg mit einer 13-0 Führung für den Ultimate Gravity Destroyer Attack gegen den Cyclone Herculio. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und freue mich, dass ihr auch beim nächsten Video einschaltet, wenn es heißt, der Spielpirat macht ein Video. Bis dahin, tschüss.